we never learn. October 23, 2035, scientists made a discovery that would ultimately change the course of history. A crystalline energy source, not of this world, had made its way to Earth inside a meteorite. They named it Varonium. It held unimaginable potentials, most prominent of which was the ability to manipulate matter on a quantum level. It could acquire any material property by somehow altering the atomic construct. This accelerated the evolution of our technology at an exponential rate. Advanced AI and interstellar space travel became a reality. Varonium could have created a utopian world for mankind, but sharing wasn't in our nature. Instead of collaborating, rivaling continents waged war, leaving our Earth scorched and barren, and before we woke and realized our misdeeds, it was too late. The wealthiest and most fortunate among us managed to escape the now uninhabitable Earth thanks to the greatest space exploration mission in history, the Exodus. 1.8 million individuals were suspended in cryogenic hibernation, carried into the void of space on 16 Tantalus frigates. The survival of our species now relied on Colonel, the most advanced AI ever built, who piloted the fleet with the primary objective of finding us a new home. But the universe is dark and endless, so the question of when a suitable world would present itself was unknown to both man and machine. Can you hear me? Ja, ich kann dich hören. Cryo sleep has temporarily affected your vocal functions. Let me explain the situation. This isn't the new world you were promised. The Exodus has run low on energy reserves and was forced to launch solo mining expeditions to obtain more Varonium. You are now the acting captain of this mining vessel, and I will be your assistant. I'm an artificial learning and analytical network, a sub-program to Colonel. You may call me Alan, for short. When you are able. I will explain the situation in more detail along the way, but we don't have much time, so let's get started. Okay, Captain. This vessel has no gravity drive, so you have to make your way to the console in 0G. Use the handles to pull yourself to the console. Activate it when you get there. My scans show, the planet we are currently orbiting has several subterranean Varonium deposits. We need that Varonium. Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Heute mal ein bisschen längeres Intro als sonst, passt aber ganz gut. Ja, wir zocken heute zusammen Varonium Locus Zolt. Ja, die Menschheit hat Varonium entdeckt und das ist die Energiequelle überhaupt. Und die Menschheit hat sich dadurch immer weiterentwickelt oder die Gerätschaften und so weiter, die gebaut werden durch dieses Varonium, konnten exponentiell wachsen. Das heißt, KIs wurden entwickelt und so weiter. Ja, irgendwann ist die Erde aber unbewohnt geworden. Dieses Varonium muss aber trotzdem irgendwo her und ja, da kommen wir ins Spiel. Wir sind mit der Exodus unterwegs, um Varonium zu ernten. Ja, und das versuchen wir dann in dem Spiel hier. Das ist eine Mischung zwischen Tower Defense und First-Person-Shooter. Also man kann Tower bauen, Geschütztürme und so weiter, kann dann auch in diese rein, und das werde ich euch gleich zeigen. Ich würde sagen, wir stehen erstmal auf und versuchen mal zur Konsole zu kommen. So, jetzt müssen wir uns so ein bisschen wie in Lone Echo bewegen, abstoßen. Dann können wir mal direkt probieren, ob wir dieses Ding hier mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie brauchen. Ich schmeiß das mal kurz weg. Status. So, das ist unsere Konsole. Very good, Captain. Let me show you how to operate the equipment. But before we begin, you need to know what we are up against. There are hostiles in this quadrant we call the Locust. A hive-minded biomechanoid species that craves Varonium. We are currently orbiting Alpha Region. I suspect they have several scouts in this area. The Locust will deplete our Varonium, so those scouts must not reach our mining facility. Now let's get you up to speed on the equipment. Ja, das sind unsere Gegner, die Locust. I have sent a mining facility to a promising location on the surface.
Die wollen natürlich auch das Voronium. Holographic representation of that location. Above it you can see statistics about how the mining operation is progressing. It also shows how much Voronium we can spend on defenses. We can only use Voronium energy from the mine to construct defenses. The Voronium in our cargo hold is for the Exodus. Because of the locust, the optimal approach is to limit the time frame of each operation. I estimate the optimal mining time for this location to be 1 minute and 30 seconds. Press the M symbol on the holomap to deploy the mining facility. Genau, hier können wir jetzt diese Mining Facility oder Gerätschaften setzen. Das sind unsere Punkte bei B, die wir mit Geschütztürmen und so weiter ausstatten können. Wir müssen dieses Voronium abbauen, um neue Geschütztürme auch zu bauen. Ja, machen wir einfach mal hier. Excellent. Mining Facility is now operational. My sensors show locust scouts are approaching from the south. So, und dann versuchen wir jetzt hier mal einen Geschützturm zu bauen. Click and hold the PDF und gehen rein. Grab the guns and fight them off. So, hier haben wir jetzt normale Laserpistolen. Wenn wir so machen, können wir die Waffen auch wechseln. Ich glaube, wir haben 3 an der Zahl. Genau. Machen wir einfach mal hier. Damit kann man die Gegner ansaugen und ich glaube auch wegschießen. Wir haben hier ein Schild auf der Grip-Taste. Werden wir beschossen werden. Jetzt probieren wir uns gleich mal hier einen zu holen. Aber der lässt sich nicht wegschießen. Wow. Okay, wir wechseln mal die Waffe. Klappt gerade gut. Wir können auch jederzeit raus. Uns das Geschehen auf der Map angucken. Das können wir eigentlich mal kurz machen. So, da sehen wir jetzt die Gegner noch. Dann gehen wir wieder rein. Okay, haben wir schon geschafft. Well done, Captain. I have extracted the mining facility, but before we continue, I have traced the movement of the locusts. Take a minute to review their movement patterns. It might make your defense strategies more effective. Press proceed in the lower right corner when you are ready to continue. You can also abort mission, pressing this button during an operation, should you choose to start over. Und zur Info, das Game ist immer noch im Early Access, also ist eine relativ frühe Version. Wer hier jetzt Fehler findet oder so, ist ganz normal. Oh, jetzt kommt so ein bisschen größere Gegner. You can protect yourself and other defense systems by shooting their explosives out of the sky. One other important thing, while remote controlling a defense system, you can click and hold the secondary activation button with your thumb to exit remote operation mode. This allows you to build new defenses here at the holomap or initiate remote operation of other defense locations. Kann man die nehmen, ne? I've calculated the optimal mining time on this. Okay, jetzt haben wir schon ein paar mehrere Stellen, wo wir Geschütztürme setzen können. Wir werden wahrscheinlich von hier kommen und dann hier auch lang gehen. And please my mining facility deployed. Good. Now click and hold the PDS icon to take control. Ah, wir können noch momentan nichts mehr setzen, also nur ein. Hell, Captain. Kann man die auch? Kann man nicht wegschießen? Ah, wegschmeißen kann man die, okay. Keep the base clear, please. So, wir gehen jetzt nochmal raus, wenn wir den abgeschossen haben, und gucken uns nochmal von oben an. Okay, wir müssen was Neues setzen. Und da rein. Okay, den haben wir. Gucken wir uns nochmal von oben an. Ich glaube, kann ein bisschen hektisch werden, das Ganze, aber... Insufficient Voronium Energy. Okay, wo sind unsere Voronium Energy denn? Sehe ich jetzt gar nicht. Ist das Gain?
Okay, wir gehen noch mal rein. Okay, hat nichts gebracht. So, jetzt aber. Die hauen rein, die Dinger. Der ist auch kaputt gegangen, cool. Der ist nicht kaputt gegangen, aber den kriegen wir noch. Lebt der noch da hinten? Nee, okay, haben wir geschafft. Ganz gut. Ja, sind wir. We need 700 Veronium units to complete the first shipment to the Exodus. It seems we are well on our way. My scans detect multiple locusts in this sector. I have researched a new defense system to accommodate. It's a light auto defense turret or ADT for short. Oh geil, neue Geschütztürme. But it's vulnerable to locust attacks, so keep locust soldiers away from it. I have calculated the optimal mining time on this site is 4 Minuten. Okay, dann probieren wir mal unser Glück. You know what to do. Not enough energy. We must harvest more Veronium first. Okay, dann gehen wir mal da in den großen Geschützturm rein. Ich weiß nicht wie. Okay, ist natürlich sehr schwer irgendwie. Weil man sieht kaum was. Oh je. Yeah. Okay, wir gehen nochmal raus. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller was bauen. Oh Gott. Ne, wir müssen noch mal raus. Ist nicht gut gerade, was hier passiert. So, okay. Okay, wir haben jetzt den Geschützturm noch. Der feuert auch automatisch zum Glück. So, den haben wir doch. Zieht der immer noch Energie von den Kleinen ab? Ihr kommt hier nicht vorbei. Boah, die hauen aber rein, die Dinger. Okay. Wir müssen den Großen kaputt machen. Komm, komm, komm. Der Wechsel könnte ein bisschen besser funktionieren. Und down. You are letting them have our Veronium. Insufficient Veronium energy. Okay. You let one of them through. Okay, der macht nicht viel. Oh, wir sind sowas von am Arsch.
Build a new one. We must harvest more uranium first. Next time. Ich kann nichts mehr bauen. Not enough energy. Ja, super. Noch nicht mal den kleinen Geschützturm kann ich bauen. Keep the base clear, please. Defend the base, please. Stop them before the base. We must harvest more uranium first. Keep the base. Requires too much uranium. Not enough uranium energy. Ich würde sagen, wir sind am Arsch. Good job, Captain. Okay, wir waren so schlecht. Ups. Okay, proceed. It seems we have not yet reached the 500 Veronium units to fully charge the sphere. We must go back and mine for more. Please select which mine you want to revisit. Ah, jetzt kann man sich was aussuchen. Die ist wahrscheinlich sehr hart. Probieren wir hier mal die mittlere. Ach, das ist die von gerade, glaube ich. Die hatten wir ja schon mal. This location holds mining facility deployed. Good. Now click and hold the PDS icon to take control. Kann man da noch ein Icon setzen? Okay, und drauf. Also auf die Dinger muss man echt aufpassen. Na komm, mach mal so. Mit dem Schutzschild. Klappt auch ganz gut, glaube ich. Der ist aber hartnäckig. Komm, Junge. Können wir noch mal raus? Vielleicht können wir noch was Neues bauen? Yes. Underway. Aber die unbesetzten Türme, die schießen natürlich jetzt nicht, ne? Ja, aber jetzt haben wir hier die dicke Bertha. Falls ihr euch wundert, was das gerade ist, dieses, was hier so blinkt, das sind immer die Mining-Plattformen. It seems we have not yet reached the 500 Veronium units to fully charge the sphere. We must go back and mine for more. Please select which mine you want to revisit. Ja, wir machen die nochmal. I've calculated the optimal mining time on this site is. Wäre cool, wenn man jetzt schon setzen könnte. Und mir fehlt irgendwie eine Anzeige, wie viel ich eigentlich noch setzen kann. So the Locust mining facility operational. Locust approaching. You know what to do. Constructing. So, mal schauen, ob man... We must harvest more uranium first. Komm, rein. Ah, den Hammer. Den Hammer nicht. Da hinten ist was entkommen. Gehen wir mal raus. Ja, hier müssen wir definitiv was bauen jetzt. Und dann kann es weitergehen. Komm. Das kann ich mir auch echt gut als Koop vorstellen hier. Ja?
Hammer? Ja, Hammer. Wir checken nochmal die Karte. Okay, da ist nichts mehr. Dann können wir jetzt hier noch was, eventuell was bauen. Underway. As you wish. Ich hoffe, jetzt wird es besser als beim ersten Mal. Den Hammer. Next time, stop them. Creep in the base. Defend the base, please. Da wird schön geballert, das ist schon mal gut. Ah, jetzt haben die keine Chance. Und noch mal kurz rausgehen. Können wir noch irgendwo was anderes bauen oder so? Nö. Okay. ADT down. Komm. You let one of them through. You lost it one. Oh Gott. Jetzt geht's aber ab hier. Yes. Ist der Turm auch kaputt, ne? Ich hätte vielleicht den Turm hier hinsetzen müssen und mich da positionieren. Status, Mission Success. Okay, haben wir geschafft. Wie viel haben wir denn gekriegt? 245, okay. Vielleicht müssen wir mehrere Mining-Sachen setzen. Well done. We now have enough Veronium to send off the first sphere to Midas. 200 fehlen uns noch, glaube ich. You should be proud. We have successfully completed our first shipment. I think we are ready to move operations to Delt region where the Veronium yield is much higher. This enables us to ship larger quantities of Veronium. The Exodus has requested a shipment of 2000 Veronium units. Dann ab ins Delta. Delta region has a large numbers of locust and the landscape can be treacherous. Completing the first order allowed me to research a medium class defense system. This is effective against heavy armor, but weak against faster units. It's also very costly, so use them wisely and protect them from locust attacks. I have calculated the optimal mining time on this site. Oh, das ist aber mal 6 minutes. My scans indicate the locust can attack from two different locations. Don't let any through. Das ist hart. Das ist hart. Ich kann jetzt von beiden Seiten kommen und ja, auf jeden Fall müssen wir dann automatische Geschütztürme überall haben und dann nochmal manuelle. Puh, okay. Probieren wir unser Glück. Mining facility deployed. Get your defenses up before they come. Ich weiß natürlich nicht, was die Dinger da kosten. Constructing. I hope you are ready for this. The first locusts have arrived. Wir müssen ein paar Mining-Dinge noch setzen am besten. Good. Underway. Hier müssen wir nochmal. Insufficient Veronium energy. Constructing. Okay. Okay, weiter, weiter, weiter. Requires too much of Veronium.
Okay, dann haben wir da schon mal eine kleine Stelle. Boah, das ist, ich bin ein bisschen überfordert hier, muss ich zugeben. Yes. Next time, stop them. Next time, stop them. Excellent. Good. Constructing. Unterstützen wir mal den automatisch hier so ein bisschen. Wir müssen uns nochmal angucken. Okay, hier sind wir ganz gut aufgestellt, hier sind wir nicht gut aufgestellt. Treffer von da, ne? Noch mal raus. Underway. Creep in the bush. Autonomous tower destroyed. Boah, Leute. Stop them before the base. One got through. You are letting them have our Varonian. Come, come, come. Defend the base, please. Ja, das ist nicht so einfach. Eine freie Plattform. Wir haben den Geschützturm zerstört. Okay. Da haben wir auch wieder nichts. Müssen wir hier mal ein bisschen mit aufräumen. Geht doch nicht. Okay, da kommt jetzt wieder was. Komm, komm, komm. One got through. Requires too much of Aronium. Gucken wir uns das Ding mal an hier. Okay, der macht keinen Sound. Ein cooler Sound wäre noch nicht schlecht für das Ding hier. Okay, okay, okay. Next time. Stop them. Taken down. Gut, wir aber von hier aus so ein bisschen mithelfen können. Autonomous tower destroyed. As you wish. So, wenn wir hier jetzt nur überall so... Okay. Muss doch im Keim erstickt werden hier. Defense.
expand the base, please. You left one of them free. Insufficient Veronium energy. Okay. Status, mission success. Jawohl. Delta region proves to be quite the challenge. But you did well, Captain. Let's proceed. Ja, lass mal erstmal dabei. Also, ich wollte hier so einen kleinen Einblick geben und ich glaube, das Spiel kann echt was und es ist immer noch in der Early Access, das heißt, wird auch noch besser. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Und geil wäre echt ein Koop-Modus dafür, dass man hier mit zwei Mann an dem Pult ist und jeder immer Geschütztürme wechseln kann. Dann hat man so ein bisschen Taktik mehr. Dann kann man sich absprechen, guck du nach vorne, ich nach hinten und so weiter. Also das wäre echt cool. Da muss ich mal mit den Entwicklern sprechen, ob das irgendwie möglich wäre. Weil das gerade das Geile in VR, Interaktion mit anderen Leuten. Und ja, da müssen wir eigentlich hin, dass jedes Spiel so Koop-Modus hat. Ja, aber das Spiel gefällt mir auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Like raus, ein Abo wäre nice und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.